Kinder, willkommen zurück zu Fallout. Wir haben ja hier ein bisschen rumgebaut und uns diese ultra krasse Penisstation errichtet, aber die brauchen wir jetzt nicht, denn wir wollen ein bisschen weiter werkeln. Es ist gerade ganz, ganz spät. Ich war gerade die ganze Zeit noch bei Beryl im Stream und ich dachte mir, wir machen jetzt hier mal ein bisschen weiter mit irgendwas. Sieh dir die Fallakten an. Wir können hier auch generell noch was machen in Diamond City, und zwar können wir dem einen Knilch noch seine Farbe geben. Dass wir hier mal wieder ein bisschen Action reinbringen, weil ich nämlich ultra müde bin und jetzt Action braucht, dass ich nicht wegpenne. Im Moment läuft es gerade echt gut. Die Fallout-Sachen, sie werden schön angeschaut, also auch von immer mehr neuen Leuten, beziehungsweise ja doch neuen Leuten, die zwar schon abonniert haben oder die schon bei anderen Videos am Start sind, aber die jetzt auch von CSGO umsteigen auf Fallout. Ich denke, es könnte an den krassen. Eine krasse Thumbnails liegen. Du wirst nicht glauben, worum es in der nächsten Ausgabe geht. Wart nur ab. Okay. Nett. Hey du, das Interview mit Piper verkauft sich wirklich gut. Hier ist dein Exemplar. Jetzt weiß ich ja, worum es geht, du Kacknase. Ja, ich nehme einfach aus Google Thumbnails, ohne da großartig was drüber zu pimmeln. Und da sie, glaube ich, nicht nach diesem üblichen Fallout-Stil aussehen. Hey, über dich stand was in der Zeitung, was, oder? Was? Ja. Du bist 200 Jahre alt. Ja, dafür siehst du aber noch ziemlich gut aus, was? Dankeschön. Meint die Piper natürlich auch. So, jetzt geben wir dem Sackmann seine Farbe. Ja, da mache ich jetzt hier auch mal direkt weiter. Die Folgen gehen auch von ganz alleine schon nach 5, 6, 7 Stunden schon an die 100 Aufrufe hoch. Das ist schon mal nice, das freut mich. Du bist zurück. Ja, können wir easy weiterfahren so. Wobei wir uns ja vorgenommen haben, dass wir nicht auf die Zahlen gucken. Ja, so ein Spaßprojekt ist. Die wäre es, wenn du den ersten Strich machst. Aber man sucht ja trotzdem. Mal sehen, ob der Farbton passt. Ja, nur Farb und passen. Mal der Molino-Stack. Also muss ich das machen? Nichts tun. Guck mal, ist der Farbton gut? Du Pisser? Abbott? Abort? Richtig schönes Grün. Der Mauer scheint's zu gefallen. Ja, die freut sich, ne? Du bist verrückt. Reicht das? Bezahl endlich. Ich helfe gern. Hab ich gern gemacht. War mir ein Schön, mit jemandem zu arbeiten, der weiß, was Respekt ist. Bitteschön. Hier sind dein Geld. Und ein kleiner Bonus für den richtigen Farbton. Aber mach damit nichts, was ich nicht auch machen würde. Ich bin froh. Die Mauer bedeutet einer Menge Leute hier sehr viel, Blue. Ich bin froh. Punkt. Piper, du hast einfach nur froh zu sein, du Kacknase. Schauen wir uns mal die Fallakten an. Bam, bam. So, was ist denn los? Was ist denn da? Den Jumpes. Hallo, sprechen Sie mit mir. Hey, Valentine. Wo ist dein Sohn? Was ist passiert? Keine Ahnung. Ach so. Der du weiß hast doch gar recht, nichts. Nick. Kellogg hatte meinen Sohn. Aber das ist noch nicht alles. Er hat für das Institut gearbeitet. Er hat ihn in Shawn überlassen. Das Institut? Ach du Scheiße. Es tut mir leid. Wirklich. War die nicht mit dabei? Das macht die Sache um einiges komplizierter. Er hat recht. Scheiße, Nick ist ein Zünd und nicht mal er weiß, wie man da reinkommt. Kein Zünd weiß das. Alle Erinnerungen daran werden von den Sicherheitsprotokollen gelöscht. Ich muss dort irgendwie reinkommen. Ich bin jetzt seit über einem Jahr an diesen Typen dran. Die sind die Geißel des Commonwealth. Von allen gefürchtet und gehasst. Da ist was dran. Manchmal kidnappen sie Leute mitten in der Nacht. Und manchmal lassen sie alte Zünds zurück, um uns an sie zu erinnern. Aber bis zum heutigen Tag ist eines völlig unklar. Wo das Institut liegt und wie man reinkommt. Genau, aber es gibt einen, der es wissen muss, oder nicht? Der Kerl, der ihn Shawn übergeben hat. Kellogg. Tja, da haben wir ein kleines Problem. Spielt sowieso keine Rolle. Er ist tot. Ja, der einzige Mann, den das Institut hier draußen hat, wird sich wohl kaum lebend fangen lassen. Einem Mörder und Kidnapper wird also von rachsüchtigen Eltern das Hirn rausgepustet. Wäre echt ein prima Ende, wenn wir nicht noch das größte Rätsel des Commonwealths lösen müssten. Ja gut, Und? Was jetzt? Das Hirn rausgepustet. Das Hirn. Vielleicht brauchen wir ihn ja auch gar nicht. Du sprichst in Rätseln, Nick. Stimmt was nicht mit deinem Subroutine? Hör zu, in Good Neighbor gibt es die Höhle der Erinnerungen. Dort kann man Erinnerungen nacherleben, so real wie an dem Tag, an dem sie entstanden sind. Wenn einer ein totes Hirn zum Singen bringen kann, dann Dr. Amari, die Meisterin der Erinnerungen. Ja, dann auf Dohi! Ich hoffe, du hast recht, Nick. Mal sehen. Ich schätze, wir brauchen ein Stück von Kelloggs Gehirn.
Genügend graue Zellen, die wir Amari geben können, um rauszukriegen, ob's funktioniert. Herrgott, Nick, ist ja ekelhaft. Im Ernst? Ja, klingt gruselig. Aber uns bleibt keine Wahl. Wir haben keinen Anhaltspunkt. Nichts. Im Hirn dieses alten Söldners schlummert vielleicht alles, was wir brauchen. Also, ich glaube, ich hab da schon was. Das Ding hier hat der Kellogg an seinem Kopf. Kybernetik, hä? Könnte ein Sechser im Lotto sein. Ob wir diesen Hirntrip nun machen oder nicht, wir können nicht alle zusammen quer durchs Commonwealth spazieren. Also, wer begleitet dich? Ich muss sowieso zur Höhle der Erinnerung, wenn ich dich Amari vorstellen soll. Wenn wir zusammenreisen sollen, sag einfach Bescheid. Er muss dahin? Ich reise mit Piper. Wir treffen uns dort, Nick. Klingt gut. Passt auf euch auf. Keine Sorge. Wir holen den Jungen da raus. Ja. Bald haben wir es geschafft. Sehr gut, Knick. Sehr gut. Was haben wir hier noch für eine Fallakte? Solange du das Zeug trägst. So. Fall Earl Sterlings Verschwinden. Auftraggeber Vadim Bobrov. Noch ein Verschwinden zu erklären. Earl Sterling, 25 Jahre alt, Barkeeper im Dogout Inn. Vadim Bobrov, einer der Inhaber, bemerkte, dass Earl mehrere Tage nicht zur Arbeit erschienen war. Die Sicherheit wurde gerufen. Ich habe jetzt nicht weitergelesen. Ich wollte es eigentlich weiterlesen. Sprich mit Dr. Amari. Und jetzt kommt auch noch die Sieh dir die Fallakte an, okay? Geht's noch weiter? Bevor ich die jetzt anlabe? Ja, meine Damen und Herren. Ellie? Wie gut, dass du da bist. Während ihr beide, Nick und du, unterwegs wart, ist ein neuer Fall reingekommen. Bereit, Detektiv zu spielen? Ja, klar. Erzähl mir mehr. Der Kunde ist ein Fischer, der am Rand des Commonwealth lebt. Kenji Nakano. Oh. Herr Nakano hat mir nichts Genaueres gesagt. Er meinte, er erklärt dir alles persönlich. Aber wenn ich raten soll, vermisste Person. Der Typ hat echt besorgt reingeschaut. Okay. Ich kümmere mich drum. Danke, Ellie. Die Nakanos wohnen im Nordosten an der Küste. In einem kleinen Fischerhaus. Er meinte, dass er und seine Frau dich erwarten. Ja gut, hab ich gesagt. Wir müssen sie ihm nur anbieten. Ja, wir müssen sie ihm nur anbieten und Ventilatoren klauen. Dann passt das schon, Piper. Das passt dann schon. Also, die Fallakte von diesem Schniedelwurst, die wir aufgehoben haben, das könnten wir jetzt zuerst machen, denn es ist direkt hier. Dieses Dog-Out-In, das ist irgendwie da... Warte mal kurz, ist das... Da ist die Security, dann ist hier der Haupteingang, wir gehen noch eins weiter. Hallo Nick, hier da ist es. Da drin chillt es rum. Da kann man es ja mal umhören, wenn es so abgeht. Na, die Ladezeiten wieder. Ja, ich befürchte, dass heute... Oh. Also, ich bin gerade dabei, den Fluss zu überqueren, ja? Ich habe also nichts an. Da taucht plötzlich eins der gefährlichsten Seeungeheuer überhaupt auf. Ein Meierlöck. Wir müssen uns unterhalten. Ach komm, der rangiert doch auf einer Skala von 1 bis 10 bei 2 oder so, höchstens. Richtig tödlich sind. Vadim! Ich habe ganz vergessen, dass du da bist, Jefim. Was geht's? Weißt du was? Vergiss es. Ich kümmere mich selbst darum. Tschüss. Hast du mal einen Meierlöcker? Brauchst du ein Zimmer? Kreuzung aus labert nicht alle auf einmal. Und einen Panzer vor. Mit richtig schlechter Laune. Nur Spaß. Nur Spaß. Er ist allerdings wirklich tot. Okay, lass es mich wissen, wenn du bestellen willst. Wenn das stimmt. Okay, wir labern ganz kurz. Wo willst du denn hingehen? Hey, Hawthorne. Hey. Was ist mit dir? Söldner? Ich bin keins von beiden. Weder noch. Normalerweise erkenne ich Söldner und dergleichen sofort. Vielleicht besitzt du auch einfach nur diese bewaffnet und gefährlich Aura. Exactly. Wie dem auch sei. Ich entspanne mich ein bisschen und erzähle Geschichten, während ich auf den nächsten Job warte. Ich war schon überall. Hab Walls gesehen, Vorkriegsruinen und jede Menge Monster. Gut. Du warst schon mal in einem Vault? Ja, schon mal von Vault 81 gehört? Sie sind ziemlich reserviert, aber ab und zu lassen sie neue Leute rein. Da müssen wir mal lieb. Dann lass mal deine besten Monstergeschichten hören. Ich stamme aus Diamond City. Wenn du über was wirklich Erschreckendes reden willst, dann lass uns über das Institut und seine Synths sprechen. Geh besser nicht nach University Point. Glaub mir, du willst nicht wissen, wozu sie fähig sind. Okay, Vorkriegsruinen? Du erkundest also alte Ruinen? Letztens hatte ich mir Salem vorgenommen, eine sehr alte Stadt im Norden.
Hab es aber nicht bis dahin geschafft. Hab auch ein ganz schlechtes Gefühl bei dieser Region. Ja, Seidel, da war doch diese Ungeheuer-Show, wo wir gegen die Todeskralle gekämpft haben, die im Haus war. Wisst ihr noch? Wo wir das Ei von ihr geklaut haben. Ich weiß nicht, wieso wir Valentine erlauben. Fuck, das ist der Gang. Wieso wir Valentine erlauben. Das ist der Knilch. Ah, da ist er. Entschuldigung. Du wirst sehen, ich bin sehr hartnäckig. Warum? Ich höre zu. Du hast meine Aufmerksamkeit. Und du hast meine, seit du dich in meine Angelegenheiten einmischst. Vor allem, seit du die Parsons State Irrenanstalt hochgejagt hast. Was? Ein Ort, der zufällig meinem Boss gehört. Was? Ich erinnere mich an die Irrenanstalt und an die Gunner, die da waren. Oder waren das Söldner? Ich sag einfach mal, dass wir uns erinnern. Ja, ich erinnere mich an diesen Ort. Wie schön. Du hast viel Schaden angerichtet. Aber das nehme ich dir nicht übel. Das gehört heute einfach zum Geschäft dazu. Ich habe nach dir gesucht, da ich immer Leute brauche, die mit schwierigen Situationen umgehen können. Da könnte ich genau der Richtige sein. Okay. Ich habe nichts gegen Gefahr, solange die Bezahlung stimmt. Du wirst gut bezahlt, das kann ich dir versprechen. Ich bin übrigens Edward Deegan. Du wirst hauptsächlich für mich arbeiten. Aber du musst erst zu meinem Boss. Sein Name ist Jack Cabot. Er will mit jedem persönlich sprechen, den ich anheuere. Er ist sehr vorsichtig. Okay. Komm zum Haus der Cabots in Beacon Hill und sag, dass du Jack sprechen willst. Ich sag ihm, dass du kommst. Alles klar, Jack Cabot. Was ist los mit dir? Miss? Scarlett? Wenn du Hunger hast, haben wir auch was zu essen. Aber die meisten Leute bestellen nur Drinks. Show me them titties. Hast du überhaupt mit Earl Sterling gearbeitet? Oh ja, Earl. Man soll ja nicht schlecht von Vermissten reden, aber dieser Typ musste echt öfter an die frische Luft. Man sollte meinen, ein Barkeeper wäre nett zu einem. Charmant. Nicht so Earl. Er hat es so sehr versucht. Viel zu sehr. Was wirklich traurig ist? Er dachte, es läge an seinem Aussehen. Wollte sich ein neues Gesicht im Mega-Surgery schnipseln lassen. Hätte auch nichts genutzt. Wie dem auch sei. Okay. Ich muss jetzt weiter bedienen. Was kann man bei dir sagen? Ich habe ein paar Minuten, um mich dann... Ich nehme an, dass es nur Essen und Trinken ist. Munition. Okay, kann ich irgendwas versteuern? Haben wir irgendeinen Scheiß gerade am Start? Ja. Nimm doch mal diesen verkackten Boston Bugle, bitteschön. Ah, ich glaube, ich habe den Handel nicht durchgezogen. Okay. Ich wollte jetzt eigentlich direkt mit dem Barkeeper sprechen, aber diese Tür hat mich jetzt doch stark angelacht. Vadim. Achso, das ist direkt von Vadim. Achso, das ist doch der Barkeeper, ne? Wir können auch gleich anlabern. Ach, wir drücken erst was. So, Solar. Gibt's hier noch irgendwo eine kleine, coole... Da war was, oder? Ja. Nein. Fehler. Okay. Das hat funktioniert, das eine. Da ist aber noch eins. Nee. Egal. So, wir haben jetzt Solar 1. Das hier. Das hier soll. Das O ist es schon mal nicht. Das hier ist es dann. Fuck! Hä? Fick. Nein, wir hätten auch Versuche gehabt. Ah, Schessel. Goals. Okay. Das ist vielleicht hier. Warte mal, ist noch so ein Ding? Bitte. Ja, da war doch was. Blub. Falscher Eintrag entfernt. Ist bestimmt noch eins versteckelt, sein kleines. Hier. So. Das zählt. Ach, das ist doppelt gezählt. Krass. Richtig starker Tobak. Was. Ja, das war's. So, also, wo waren wir stehen geblieben? Yes, hat zwei. Das hier könnte es sein. Na also. Na also. Bitte mach sauber.
Ich erledige zumindest ihren Teil des Reinemachens und halte die Bar sauber. Scarlett putzt schon die Hälfte der Zimmer, die Tische und die Veranda. Ich den Rest. Darf ich dich daran erinnern, dass ich nicht Mutter bin, ja? Jefim. Das sind also Brüder. Anwadin, bitte nachts leiser sprechen. Oh shit. Wir führen ein Hotel, oder? Die Leute bezahlen uns, um hier zu schlafen, oder? Ist es nicht möglich, die Bar jeden Abend zur gleichen Zeit zu schließen? Manchmal hören die Gäste noch bis morgens, wie du dich mit den Kunden an der Bar unterhältst. Du bist alles andere als leise. Versuche wenigstens nicht ganz so laut zu sein, wenn du schon rund um die Uhr ausschenken musst. Bitte bezahl deine Rechnungen. Mir macht es nichts aus, Rechnungen für unser Geschäft zu bezahlen, aber ich bin nicht dein Buchhalter. Wenn wir einkaufen, sagst du zu Händler Rechnung an Dockout. Da muss ich sie bezahlen oder wir verlieren alles. Wir machen das gemeinsam, ja? Warum bin ich nicht der Einzige, der persönlich Finanzen... Der arme Jefin, der muss irgendwie alles machen. Lies diese Notizen. Ich will reden, du schickst mich weg. Du sagst, schreib, was du willst in das Terminal und du siehst es dir an. Aber du liest nie, was ich schreibe. Verstehst du nicht, wie unerträglich das ist? Du wirst das nicht einmal lesen, nicht wahr? Vater hatte recht, schwer ist der Rücken, der zwei Lasten trägt. Der arme Jefin. Das ging ja flott. Das ging nicht wirklich flott, aber... Das ging ja flott. Ah! Der Railroad anschließen. So. Kann mal rein. Wach auf, Commonwealth. Wach auf. Die Synths sind nicht eure Feinde. Sie sind genauso Opfer dieses Kriegs wie ihr. Ja, sie wurden vom Institut erschaffen, aber sie sind nichts weiter als Sklaven. Denkende, fühlende und träumende Wesen, vollkommen unterdrückt von ihren tyrannischen Herrschern. Also, schließt euch uns im Kampf gegen den wahren Feind an. Das Institut. Schließt euch der Railroad an. Schließt euch der Railroad an, ihr Säcke. Ihr habt gerade gestern hat jemand geschrieben, dass wir uns der Railroad anschließen sollen. Hey, du bist dieser Wortbewohner. Ja. Aus der Zeitung. Schön zu sehen, wenn Kunden wiederkommen. Die meisten sterben. Lass es mich wissen, wenn du einen Drink brauchst. Warte eben, folgendermaßen. Earl Sterling hat hier gearbeitet, oder? Armer Earl. Einfach verschwunden. So ein guter Barkeeper. Ein guter Freund. Oh, aber er konnte nicht mit Frauen. Wie ein Elefant im Porzellanladen. Gehörst du zu Detektei Valentine? Ich habe vergessen, Earls Schlüssel abzugeben, als ich euch beauftragt habe. Hier, ich hoffe, du findest raus, was passiert ist. Die Sicherheitsleute liegen mir deswegen schon in den Ohren. Ich habe eine Bar zu führen. Lass es mich wissen, wenn du was willst. Naja, bla bla bla. Klar, nein, ich schaue es mir an. Ich will dich... Tschüss. Gut, weiß dein Bruder noch was? Brauchst du ein Zimmer? Erstmal nicht. Kanntest du Earl Sterling? Hat er. Ein alter Freund von einem meiner Brüder. Oh Mann, wie die zwei über Frauen hergezogen sind. Wenn du glaubst, Vadim ist laut. Earl war widerlich zu Frauen. Und ich habe ihn mehr als einmal gewarnt, die Hände von Kollegen und Kunden zu lassen. Aber mein Bruder hat ihn immer verteidigt. Ehrlich, irgendwie bin ich froh, dass er weg ist. Hat in einer Tour von seinem neuen Gesicht gefaselt, dass er sich im Mega-Surgery-Center zulegen wollte. Hoffnungslos. Ah, naja. Wolltest du ein Zimmer? Nein. Ich muss passen. Wie du meinst. Vadim Kakim Pipi. Pipi Kaka Vadim. Pupi. Okay, komm, dann gehen wir mal. Hast du schon mal einen Stance? Becky. Sagen wir einfach, die Leute da können sich eine Menge Klamotten leisten. Becky. Miss? Brauchst du neue Kleidung? Dann schau mal bei Fallons Keller vorbei. Bla bla bla. Habe ich da irgendwas von Klamotten gehört, die wir nicht brauchen? Klamotten, das kann ja nur eine Frau erwähnen. Hey Leute, seid mal nicht so sexistisch, gell? Weil Rüstung ist gleich Klamotte, ist gleich gut, ist gleich wichtig, ist gleich Gold. Wert. Dürft ihr nie vergessen. Also, wo ist von der Kackbratze das Haus? Spurlos verschwunden. Monsieur Tothase, hast du hier gewohnt? Ja. Earl Sterling, ich komme jetzt nein. Wir fisten dich jetzt, du alter Kotpantor. Oh, Earl, das ist aber dumm gelaufen, dass du hier so viel gutes Zeug rumliegen hast. Oh, Earlchen. Early Boy. Early Bird. Ja. Gelber Trenchcoat, was war das für einer? Warum hat der Zigarettenautomat bei sich oben stehen? Voll der Kackvogel. Hast du hier irgendwo Dokumente rumliege? Wo warst du vielleicht gerade mal, hä? Flasche, Scheiß. Aha. OP-Beleg. Mega Surgery Center. Dr. Crocker, leitender Chirurg. Eine rekonstruktive Chirurgie fürs Gesicht. Operation ist nach Eingang der letzten Rate durchzuführen. Patient The Erling, Stierling, Peerling. Alles klar. Da ist doch sicherlich was schiefgelaufen, na, mit dem Early Burly da.
Der Arzt wird sicherlich sagen können, wo wir diesen Ganoven finden können, der einfach abgehauen ist und sich an jungen Damen vergeht im Donut Inn. Wo war das? Ist das direkt das hier? Ah, das ist direkt das hier. Das sieht so aus. Surgery Center. Ich speichere mal kurz volle Pulle. Mit schon 20 Minuten hinter uns, da können wir mal durchspeichern. Hallo. Doktor? Ein neuer Patient. Oh, das heißt, eine neue Akte anlegen. Hast du ein echtes medizinisches Problem oder bist du wegen einer Gesichtsoperation hier? Ich bin wegen dem Beleg. Sagt dir diese Rechnung irgendwas? Darf ich mal sehen? Oh, das ist Dr. Crockers erbärmliche Handschrift. Earl Sterling scheint einer seiner Patienten gewesen zu sein. Das beschriebene Verfahren ist banal. Kosmetische Chirurgie ohne Risiko. Aber dazu ist es nie gekommen. Dr. Crocker hat gesagt, Earl wäre vorher verschwunden. So, bist du kommen dir, wir wieder zu deinem Medizin. Bist du dir sicher, dass der Earl verschwunden ist? Wo ist eigentlich Doc Crocker? Letztes Mal, als ich ihn sah, brauchte er etwas aus dem Chirurgiekeller. Wahrscheinlich musste er ja nur ein paar Nadeln abwaschen oder irgendwas umlagern. Wie dem auch sei, kommen wir wieder zu deinem medizinischen Anliegen. Chirurgie? Heute nicht. Keller. Gut. Merkst du nicht, dass hier Ultra die Scheiße liegt, dass da Blut ist und so. Siehst du das nicht? Irgendwie. Na, gucken wir mal. Da ist doch Blut. Da ist doch jemand runtergeschleppt worden. Hat der Kerl etwa den Doktor vergewaltigt? Cool. Voll cool. Oh, Earl. Du warst echt ziemlich schwierig, weißt du? Aber ich glaube, wir sind fast fertig. Unser kleiner Fehler wird endlich korrigiert. Oh, böse. Hallo. Du solltest nicht hier unten sein. Mhm. Was hast du mit Earl Sterling gemacht, Crocker? Was habe ich denn getan? Ich habe doch nichts getan. Es war Earl. Er wollte nicht zufrieden sein. Gute Patienten bekommen ein schönes neues Gesicht. Böse Patienten bluten alles voll, weil sie das Leben ihrer Ärzte zerstören wollen. Bleib cool. Du hast einen Fehler gemacht, aber du kannst immer noch das Richtige tun. Überleg doch. Komm schon, Doc. Es muss niemand mehr sterben. Du hast recht. Es gibt etwas, das ich tun kann. Nur eines macht das alles hier besser. Ich krieg alles hin. Was hast du da gerade reingedrückt? Kann ich es auch haben? Was ist hier los? Ich weiß das nicht. Ist das Dr. Crocker? Das wird wohl eine Trauerfeier mit geschlossenem Sarg. Ja, das ist Dr. Crocker und der hat den einen auseinandergenommen. Guck sie an. Guck mal, das war ich nicht. Siehst du das? Voll krass, oder? Ich glaube, du schuldest mir eine Erklärung. Ich? Was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Erklär doch mal, Doc Crocker. Wusstest du, was Doc Crocker hier unten getrieben hat? Das ist Earl Sterlings Leiche, oder? Irgendwie habe ich gewusst, dass er die Operation durchziehen wollte. Dann ist Earl nicht einfach verschwunden. Die OP ging schief und Dr. Crocker wollte es verheimlichen. Ja, aber, wie geht's jetzt weiter, Doc? Jetzt muss ich einen Bericht schreiben. Die Sauerei wegmachen und unserem Patienten einiges erklären. Du solltest jetzt gehen. Ein Mediziner sollte sich um diese Verunreinigung kümmern. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass du all die Jahre jetzt nicht hier unten warst. Das ist ja, ist es gerade eben passiert, oder? Na, eher nicht. Was wäre jetzt gewesen, wenn ich jetzt nicht direkt hier die Mission gemacht hätte? Der ist doch jetzt tagelang hier unten am Metzeln gewesen. Voll widerlich. Ich weiß nicht, wann das kam, diese Fallakte. Das sind diese Sachen, die so ein bisschen unlogisch sind oder die nicht gut passen, finde ich, bei Fallout. Also irgendwie, es gibt ja so ein, naja, es ist jetzt, er wollte nicht zu. Wenn man sich reindenkt eben in diesen ganzen Ablauf, ne? Vor x Tagen wurde der vermisst gemeldet und ich hätte jetzt einfach 30 Jahre, so wie mit unserem Sohn halt auch, eigentlich ziemlich bescheuert. Also wir wollen unseren Sohn eigentlich finden und ständig müssen wir irgendeinen anderen Kack machen und der General, wir sind ja der General, der andere sagt dann dauernd, da ist noch eine Siedlung, kümmere dich erstmal um die, wir müssen erst die Burg holen, bevor wir deinen verkackten Sohn retten. So. Miss Perkins. Hast du rausgefunden, was aus Earl Sterling geworden ist? Hackschnitzel. Earl geht nirgends mehr hin. Nachdem Doc Crocker Hackfleisch aus ihm gemacht hat, hat sich das erledigt. Crocker hat Earl umgebracht. Solange wie Earl verschwunden war, hätte ich eher die Raider oder das Institut verdächtigt. Solange. Wo ist der Doc jetzt? Verrottet hoffentlich in der Zelle. He's dead. Und vor allem, dass der andere Arzt es nicht bemerkt hat. Dieser Keller ist doch für ihn sicherlich auch zugänglich. Crocker hat Selbstmord begangen. Er konnte die Schuld nicht ertragen. Meine Güte. Tut mir leid, dass ihr das durchmachen musstet.
Hier, nimm. Klingt, als hättest du es dir verdient. Ich geb's weiter, damit alle im Duckout in Bescheid wissen. Traurig, dass es keine besseren Neuigkeiten gibt. Danke nochmal, dass du den Fall abgeschlossen hast. Bitteschön. Snitch. Alter, gleich wird der Level up. Wir haben einen weiteren Fall. Akte Marty Puffel. Marty Bufflins Akte. Hör dir Martys Holoband an. Okay. Martys Holoband. Oh Gott, da ist es ja. So. Niki, du alter Nietzsack, hier ist Marty. Ich weiß, es ist schon eine Weile her, aber ich bin da auf eine etwas geheimnisvolle Sache gestoßen, die deine Schaltkreise in Gang bringen könnte. Erinnerst du dich noch an diese hässliche Grashüpferstatue oben auf Venue Hall? Da war eine Notiz dran. Eine Notiz des Sohns von einem gewissen Shem Drown. Okay. Eine Notiz. Alles klar. Ah, jetzt habe ich. Jetzt nehme ich diese Scheiße mit, die mich so schwer macht. Nee. Piper, geh weg. So, Grashüpfer. Na, nicht zwingend. Was ich aber gerne noch machen wollen würde in dieser Folge. Ich möchte jetzt zur Galaxy Radio, oder wie es hier heißt. Nee, Diamond City Radio. Galaxy News war ja woanders. Ne? War ja Fallout 3, glaube ich. Genau, in hier eben in diesem Radiosender. Und mal mit diesem Knilch reden, dass ihr mal einen kleinen Eindruck von dem bekommt. Diesem Schotterhannes. Ihr hört ihn ja, glaube ich, fast gar nicht, wenn der labert. Was ist das hier? Naja, Diamond City Radio. Er stottert so vor sich hin und ist ziemlich schüchtern. Hi. Hallo? Hallo? Travis. Ich mach nicht. Okay. Ich mach normalerweise nicht. Oh Gott. Deshalb. Ha. Warst du schon? Hey, Travis. Mach meinen Kram nicht kaputt. Wenn's Travis dir nichts ausmacht. Hey, ich mein, hi, mal wieder. Hi. Also um den gibt's auf jeden Fall eine Mission, das weiß ich noch. Travis. Diese Radiostation, nun, oh fuck. Die wird auffallen. Sorry. Mach meinen Kram nicht kaputt. Wenn's... Ist in Ordnung, ich gehe dann wieder. Ich dachte, man kann direkt die Mission jetzt triggern, wenn man ihn dann quakt, aber nein. Er scheißt sich einfach direkt ein. Sind die jetzt böse, weil ich vor seinen Augen was geklaut habe? Will jetzt ungern die Scheiße wieder laden. Er hat sie direkt wieder genommen. Polizei? Ist hier irgendjemand böse? Seid ihr böse auf mich? Hey, ich glaube, die Bobrov-Brüder suchen nach dir. Ach Gott, die Popo-Brüder suchen nach mir. Alter, sag doch mal was. Sag doch mal früher was. Mensch, hey. Popo-Brüder, ich komme. Das sind die warmen Brüder. So. Viele Ladezeiten hier. Viele kurze Ladezeiten zum Glück. In dieser Folge. Wobei ich jetzt nicht beschreien will, dass die hier auch kurze Ladezeiten. Ah, sehr gut. Moin. Hallo, Popo-Brüder. Was ist los? Sei still, Jefim. Okay, du. Sag mir, Diamond City Radio ist schrecklich, oder? Wir haben es doch getriggert. So schlimm, dass man sich am liebsten die Ohren abschneiden würde? Ja? Ja, gut. Ja, es ist ziemlich übel. Das sage ich Jefim auch immer. Es muss etwas passieren. Das Radio ist schlecht fürs Geschäft. Macht die Kunden sauer. Entweder haben wir wütende Kunden, die einem schlechten DJ zuhören, oder wir haben gar keine Musik und gelangweilte Kunden. Vadim! Es ist wahr! Vadim! Hör nicht auf meinen Bruder. Jemand muss ihn aus dem Weg räumen. Wir brauchen einen neuen DJ für das Radio. Ich glaube, es würde nicht vielen Leuten auffallen, wenn er, du weißt schon, verschwinden würde. Bist du dumm? Schreckliche Idee. Das ist eine ganz schlechte Idee. Ich sag's dir. Es wäre einfacher, als du denkst. Überred ihn einfach, dass er dir aus der Stadt folgt. Im okay, Ernst, Vadim, was reicht. Ist in dich gefahren? Vadim meint das nicht ernst. Gell? Er will Travis nicht wirklich dort sehen. Was ist hier los? Ich bin nicht... Ich bin doch nicht blöd. Ich bin da natürlich nicht drauf eingefallen. Wir wollten dich nicht reinlegen oder so. Vadim macht nur gerne mal einen Scherz. Es stimmt. Nur Spaß. Travis ist ein guter Freund. Jefim und ich machen uns Sorgen um ihn. Armer Travis.
Er bemüht sich, aber ihm fehlt das Selbstvertrauen, das man für diesen Job braucht. Ja, und eigentlich auch alles andere. Und deshalb ist er immer so komisch. Er glaubt nicht an sich, weißt du? Er erwartet, dass er bei allem versagen wird. Und so ist es dann auch. Das lässt sich ändern. Naja, sowas lässt sich ja ändern. Genau, das habe ich auch Jefim gesagt. Geh schon, du Spielverderber. Mach dich wieder an die Arbeit. Wir finden einen Weg, Travis zu helfen. Du, komm. Komm mit ins Hinterzimmer, da reden wir über den Plan. Wie gehen jetzt denn Vadi ins Hinterzimmer? Ich will dir klingeln. Der Bürgermeister und seine verdammten Reden. Wir danken der Mauer. Das ist doch wohl ein Witz. Ja, es ist ein Witz. Lieber auf seiner Seite der Mauer als auf der anderen, weißt du? Wo ist denn der Kackloch jetzt da hinten? Ich speichere mal und dann machen wir das in der nächsten Folge. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.